Als wir auf Yavin landeten, war das Entsetzen über die Zerstörung des Todessterns Zorn gewichen. Monatelang hatten wir die Rebellion wie ein ungezogenes Kind behandelt. Und auf unsere Milde folgte ein unvorstellbarer Verrat. Offen gesagt, erinnere ich mich nicht besonders an den Kampf. Wir haben wohl gewonnen. Okay, Sie kennen alle die Mission. Die Rebellenbasis ist in dem alten Tempel dort drüben. Zuerst übernehmen wir den Kommandoposten der Rebellen, der sich in den Ruinen dieser Steinfontäne vor uns befindet. Jetzt das Reflexionsbecken. Es eignet sich hervorragend als Aufmarschpunkt, um den Tempel anzugreifen. Thank you.
probiert, die Sicherheitstür des Tempels zu durchbrechen. Eine einzigartige Durchbrecherbombe wurde an dem Punkt zurückgelassen, der auf Ihrer Karte markiert ist. Holen Sie die Bombe und platzieren Sie sie in der Nähe der Sicherheitstür des Tempels. Die Bombe ist auf 10 Sekunden eingestellt. Also laufen Sie lieber sofort los, wenn Sie sie scharf gemacht haben. Da sind sie. Schlagen Sie der Rebellion den Kopf ab. Unser Männer. Die Geister unserer gefallenen Brüder werden heute Nacht Ruhe finden. Nach der Schlacht kamen die Überlebenden der 501. endlich wieder zu Atem. Das Imperium hatte den besten Versuch der Rebellion abbekommen und stand noch. Und jetzt waren wir an der Reihe.